So, wir sind jetzt hier in der Highlander Werft in Mehrum. Und der Jochen hat heute Morgen noch Segel genäht, die Fock genäht und gestern Abend das Großsegel. Und jetzt ist heute erstmal eine Anprobe beim Schneider. Ja. Ja, die Profilierung sieht man am Vorsegel hervorragend. Mit einer Länge von 2 Meter und unten eine Breite von 60 Zentimeter. Mhm. Der Baum fehlt noch. Der wird noch neu gebaut. Der Baum fürs Hauptsegel. Feste Baum hat eine Länge von 80 cm mit einer Ausschiebhülse, wo man den auf bis zu 1 Meter verlängern kann. Das kannst du rausziehen. Okay. Gucken wir mal hier die Details so ein bisschen. Das ist jetzt alles provisorisch noch. Ne? Und das bleibt. Ja, also das Überdeck hier das, der Spanngummi, dann läuft die Schot dann über die Umlaufrolle. Mit einer sagenhaften Spitze hat das Boot. Damit kannst du Enten jagen. Und Forellen aufspießen. So. Also jetzt gehen wir dann auf die andere Seite also rüber. Die Umlenkung. Da geht die Umlenkung da rüber. Hier entlang und geht dann. Und dann wieder rein. Ins Boot rein. Ja. In einem Rohr wird geführt bis zur Graubner Seegewinde. Ja, kommt jetzt hier noch irgendwo eine Öse, wo die eigentliche Schot dann zum Baum geführt wird. Und die Beschläge hier, die hast du alle selber gemacht, ne? Ja. Die Messingbeschläge, die schön. Messingbeschläge. Ja. Und auch hier die. Den Mastfuß. Mastfuß selber von Hand. Ja. Komplett alles von Hand und mit der Maschine. Genauso den Niederholer. Niederholer, ein Linksgewinde, ein Rechtsgewinde. So dass du, wenn du den drehst, er auseinander geht und der Mast, der Baum nach oben und wenn du es nach unten drehst, so ein kleiner Knebel kleiner Knebel als Lenkhilfe. Ja, gut. Ja, super. Ganz toll. Dann sag mal erstmal noch, warum heißt das Schiff Daphne? Weil es ein französisches Boot ist. Ja, und das von einem französischen in Marseille hergestellt. Aha, ein französischer Bausatz sozusagen, ne? Ja. Hier ist die Öffnung für das Ruder, falls mal was dazwischen kommt. Inspektionslug sozusagen. Und auch wie 3 mm Moosgummi. 3 mm Moosgummi. Mhm. Das ist ein normaler Gummi und dann, wenn du das drauf machst, ist das wasserdicht. Und hier der vom Ruderservo oben das Ruderhorn hast du auch selber hergestellt aus alles Eigenbau. Messing. Ja. Alles Messing Eigenbau. Ja, ganz schön stabil. Ja. Und sind die Luken wasserdicht? Ja, freilich, nur wasserdicht. Absolut. Highlander baut nur wasserdicht. Ja, dann erzähl doch mal. Jetzt, Moment, stopp, jetzt. Alle drei Abdeckungen, die erste vorne, die zweite in der Mitte und die hintere, sind alle aus Holz, aus Sperrholz gefertigt. Mit Spanten, so dass die Biegung vorhanden ist, hinten, vorne, in der Mitte. Ja. Moosgummi haben alle im Rumpf 3 mm und auf den Deckeln 3 mm. Und damit ist es dann wasserdicht, ja? Jawohl. Und wie hast du das geprüft, die Wasserdichtigkeit? Alles zu, so wie es jetzt ist. Ja. Hinten hatte ich einen Plastikdeckel gemacht mit einem Ventil von einem PKW. Ja. Und dann habe ich mit Pressluft Luft reingeblasen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass sich der Rumpf leicht wölbt. Oh. Und
0,5 Bar hat er also ausgehalten. Also eine professionelle Druckprobe bei diesem wunderschönen großen Schiff. So, die Daphne ist wie lang? 2,25 Meter lang. Aha. Eine Breite von 43 cm. Ja. Und einen Rumpf bis zum höchsten Punkt von 45 cm. Okay. Ja, jetzt war da nochmal, du hattest die Kielflosse selber gemacht. Die war ja, nicht dabei, oder? Nein, das war ein flacher Rumpf. Ja, nur flacher Rumpf, okay. Und diese Biegung hier und diese Flosse. Wollen wir das mal zeigen? Ja. Diese Biegung und diese Flosse habe ich komplett aus GFK nachgeformt. Nachgeformt, ja, okay. Nach dem Bauplan. Ja, super. Und hinten das Ruder? Das Ruder, das ist voll Aluminium. Warte. Ja, das Ruder. Das war eine Aluminiumplatte, die ich dann schön rund nach hinten geformt habe. Ja. Also hinter ganz spitz, siehst du? Ja. Vorne abgerundet. Ein bisschen auch abgerundet. Ja, so. Immer. Und dann eben, wie gesagt, hier angepasst und hier abgewinkelt, weil das eine bessere Abstrahlung vom Wasser abbringt. So, ja, also in dem Rumpf drinnen ist in einem Sack, den du genäht hast, sind Bleikugeln drin. Ja. Moment. Ja, das sind so diese Körnung. 2 Millimeter ungefähr, oder? Deswegen. Ja, 2-3 Millimeter. Und wie viel Blei ist dann in dem Kiel drin? Befinden sich zwischen 18 und 22 Kilo von diesem Blei. Von dem Bleikügelchen, ja. In einem Sack eingenäht, ja. Ja. Okay. Jetzt nochmal, wie hoch ist der Mast? Der Mast hat eine Höhe von 2,45 Meter. 2,45, ja. Okay. Tja. Und die Segel hat eine Länge von 2,25. Und hinten ist es, das Großsegel ist 80 cm breit, unten am Unterlieg, ja? 80 cm. Ja, und das Vorsegel hat 60 cm bei einer Höhe von 2 Meter. Ja, gut. Tja, das wird also Vortrieb genug geben. Und wir freuen uns auf die Jungfernfahrt, von der werde ich dann natürlich auch berichten. Das freut mich sehr. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Namenszug. Das ist die Werft Highlander. Und hinten eben der Name von dem Bootstyp Daphne. So. Du hattest den Rumpf natürlich schon mal im Wasser, ja? Ja, den Rumpf hatte ich vor 6 Wochen im Wasser. Aha. Um ein sauberes Abstimmen der Bleikügelchen zu bekommen. Ja. Und die Wasserlinie festzulegen. Ja, und hat es dann, wenn als Wind kam, hat er sich schon bewegt, der Rumpf dann, ohne irgendwas. Ohne Segel, der Rumpf hat sich dann gleich, nachdem er Wind bekam, in Fahrtrichtung gestellt. Ja, ja, toll. Wunderbar. Okay. Du, das ist frei wirklich so quer, gell? Ja, glaubst dir. Ja, gut. Ja, dann freuen wir uns auf die Jungfernfahrt. Oh, ja. Und werden davon berichten. Vielen Dank, lieber Jochen. Bitte sehr, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.